Moin, willkommen zu einer neuen Geocaching-Runde. Beruflich bin ich heute hier in Greifswald aktiv, am kurzen Arbeitstag. Ich habe mir hier schon mal ein paar Tradis rausgepickt auf dem Telefon und die werden ja mal abfahren. Und wenn du dabei sein willst, dann bleib dran. Wartet. Sehr offensichtlich. Ist ja schon zu einfach, aber das ist das Richtige. So locken und weiter. Mal sehen, wenn das zweite hier auch so einfach wird. Das Telefon mal im Auto. Einfach mal gucken. Also genau. Einfach so eine Tafel zu sehen. Nicht ganz hin mit den Koordinaten, aber ist egal. Auf geht's zur nächsten Büchse. Auf dem nächsten Ziel entgegen. Muss hier an der Kreuzung sein hier, wo der Kollege abbiegt. Vogel abwarten, die Post wegbringt. Vermutung habe ich schon. Ist der Deckel so schief drauf? Ist das nicht? Auch nicht. Auch nicht. Jetzt hier rübergehen. Da ist der Radfahrer steigen, da ist noch jemand dran. Nee. Auch nicht. Leider ist hier an den angegebenen Koordinaten nichts zu finden. Mal gucken, was der letzte Eintrag sagt. Das Ganze heißt hier Radfahrer absteigen. Wurde gestern noch ge... Ne, 5.9. Das ist schon ein bisschen her. Vereinfacht. Nicht gefunden. Naja, was soll's. Auf geht's zum nächsten Teil. Der ist hier um die Ecke. Wie man uns hier erwartet. 30 Meter. Das ist ein L hier. Da ist auch noch ein großer Elch.
wartet hier so lange? Und dann locken wir hier mal. Ja, war mal was Vernünftiges. Den schönen Elchen. Aber auf zum nächsten. Das ist der richtige Weg. Größer mal. Nicht schon so weit. Das Ganze hier irgendwie sein. So eine Dose, das wird es aber sein. Bisschen feucht das Ganze. Ja, das war es hier mit dieser Ecke. Jetzt fahre ich mal ein Stück weiter. Das Gewerbegebiet, da soll auch noch ein bisschen was sein. Und dann Richtung Umgehungsstraße. Ja, mal gucken. Nehmen wir jetzt den nächsten Tradi hier um die Ecke rum nach rechts. Wo der Kollege schon sucht mit dem Fahrrad. Genau, er lockt schon. Das wollen wir auch. Mal parken, dann gehe ich da auch mal hin. Ein Blick aufs Telefon. Das ist genau da, wo der Kollege mit Fahrrad ist. Und ob er weg ist. Attacke. So, was hat er denn nur gefunden hier? Das ist hier so ein Ola Nano. Muss ich mal hier locken. Krasse Nano, sieht das aufgewickelt, das nervt. So, mal wieder unterklicken. Geht drum natürlich. Weiter geht's. In einer neuen Location angekommen, war gerade der Radfahrer von vorhin. Hat hier gerade gelockt. Das liegt ja hier auch.
Möglichkeit hier reinzugehen. War der so. Warum soll ich hier sein? 2 Meter. Und da oben. Also findet im Baum. Jetzt sieht er locker drin. Tatsache. Naja. Soll ich auch mal nicht locken? Wieso da ein paar in meiner Ecke? Dann ist hier, glaube ich, Lockpicking. Das fällt aus. Das ist ein einfacher. Dann mache ich den noch. Der andere hat schon wieder Probleme. Also einen noch. So, da geht's dann hin. Dann geht's hier mal die Plattenstraße lang. Interessant aus. Vorderrad habe ich ja mit den großen. Aber Rücktour. Mal ein kleiner Rundumschwing. Mein Ziel ist hier vorne die Bäume und 250 Meter. Weiter geht's. Heiße Phase, 65 Meter. So, das war ja mal nix. Der Lies ist klar im Vorteil. Lockpicking-Set habe ich nicht. Bei der Durch ist noch eine Lockpicking-Dose und danach, die sind nicht gefunden worden mehr. Also beenden wir das jetzt hier und ich schiebe zurück zum Auto. Danke fürs Mitkommen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, könnte was werden. Mal schauen, ob der da hinten gehen muss.
Also wie das geworden ist, soll ich mir genau unter dem Stromteil fotografieren. So, dann verlassen wir endgültig den Ort. Das Foto soll ich mal einfügen, was dort geworden ist. Dann fahren wir das Auto und dann geht's nach Hause ins Wochenende.